So, weiter geht's mit Minecraft, unserem lustigen Pilzmäser-Spielstand hier. Es ist immer noch Nacht. Wir haben immer noch kein Bett. Unsere Hütte ist fertig. Wir haben zwar eine Mine hier hinten im Berg schon, aber es könnte vorteilhaft sein, wenn wir einfach Leitern nach unten bauen von hier aus und uns auf diese Weise weiter nach unten ausbreiten, weil dann sind wir gleich im Haus und relativ sicher vor ...15 wird nicht reichen, warte mal. So. Relativ sicher vor Leuten oder besser vor Zombies, die uns töten wollen, wenn wir wieder an die Oberfläche kommen. So. 3 mal 8 sind 24, oder? Ich denke mal 51 reicht, um wohin zu kommen, wo wir gute Rohstoffe finden. So, welche Ecke nehmen wir dazu? Diese hier. Okay, bauen wir hier Leitern hin. Und graben uns vorsichtig nach unten. Das ist übrigens etwas, was man nie machen sollte, direkt nach unten graben, weil man kann dann in einem Loch landen und tief runterfallen. Aber wir vertrauen einfach mal drauf, dass das nicht passieren wird. So, müssen hier mal ein bisschen Licht machen. So. Oh, mehr Eisen. Sehr gut. Und Kohle. Sehr schön. Dazu. Wir müssen jetzt natürlich das Loch hier irgendwie stopfen, damit wir weiter eine Leiter direkt nach unten bauen können. Okay. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wunderbar. Also das haben wir schon mal hingekriegt, ohne dass wir in irgendwelche Löcher fallen. Das ist gar nicht schlecht. So. Den Rest nach unten müssen wir dann per Treppe erledigen, wie in dem ist hier Erde so tief unten. Deep Slate, sehr gut.
Da könnten wir vielleicht unser Dach von machen. Und vielleicht auch Fußboden. Mal sehen. Ah, jetzt können wir auch Redstone abbauen. Sehr schön. Leuchten wir das alles mal aus. Dann schauen wir mal, ob schon wieder Tag ist. Nicht wirklich, aber vielleicht. Ja, das reicht auf jeden Fall für den Fußboden. So. Okay. Machen die Hälfte von denen. Machen wir mal. Dass wir hier so ein bisschen Schachbrettmuster kriegen. So. Oh, haben wir doch zu wenige hiervon, oder? Oh, das ist nicht gut. Ein paar haben wir noch. So. Goodie. Oh, siehst du, es ist Tag, sehr gut. Vielleicht können wir dann jetzt tatsächlich mal. Dach machen wir später. So, so. Vielleicht können wir dann tatsächlich mal in dem anderen Biom nach Schafen suchen. So, das sieht doch jetzt schon fast nach einem Haus aus. Bevor wir allerdings die Schafe suchen, sollten wir noch zwei Eisen nehmen hier, um Scheren zu machen, damit wir die Schafe auch scheren können. Sonst müssen wir die tothauen. Und dann, witzigerweise, wenn man die Schafe tothaut, droppen sie weniger Wolle, als wenn man sie schert. Wer hätte das gedacht?
Jetzt hoffen wir einfach mal, dass da oben Schafe rumlaufen. Auf dem Berg da, wo die Bäume sind. Können wir eigentlich... Oh! Die kann man scheren und dann werden da richtige Kühe draus. Also keine Antipilzkühe. Geunpilzte Kühe. Entschuldigung. Oh wow, das sieht ja alles sehr viel gemütlicher aus hier in diesem kleinen Tal. Und wir haben hier... Okay, du bist kein Schaf. Wir haben hier tatsächlich eine andere Art von Bäumen, wo wir eine andere Art von Holz kriegen. Was ist mal hier? Ich will nicht die Axt aufbrauchen, also entferne ich mal die Blätter oder in diesem Fall die Nadeln mit einem Pilz. Da ist ein Schaf. Sehr gut. Wir brauchen 3 Wolle. Toll, das war eine Wolle. Super. Weil das ist das einzige Schaf hier oben. Das ist ja wohl nicht wahr. Müssen wir warten, bis das Schaf wieder Wolle hat. Oder wie ist das? Skelett! Okay. Lava, interessant. Jede Menge Oberflächeneisen, Kohle. Irgendwelche anderen Rohstoffe hier vielleicht zum Abbauen. Scheinbar nur Kohle, aber da die sollten wir uns greifen. Oh, da hinten. Oh, das ist ja großartig. Da hinten ist eine Prärie, eine Savanne. Da haben wir gleich nochmal anderes Holz, wenn wir da hingehen. Okay, gut zu wissen. Aber das machen wir erstmal nicht. Erstmal brauchen wir die Wolle. Da sind Kühe und Schweine, aber natürlich keine Schafe, vielen Dank. Aber gut zu wissen, dass wir uns hier eine Farm aufbauen können mit allen Tieren, die es gibt, fast. Also zumindest die landwirtschaftlich nützlichen. Gut, es fehlen Bienen dazu, aber ansonsten. Eine Blume werden wir uns auch einstecken, damit wir nachher das Bett färben können. Ist zwar nicht so wichtig, aber man hat es ja gerne gemütlich. Ah, siehst du, das Schaf ist jetzt schon wieder. Bereit, frisiert zu werden. 2, okay, ein drittes Mal noch, dann. Dann haben wir die 3 beisammen.
So, jetzt können wir hier nämlich Farbstoff draus machen und können uns da das sogar zusammenmischen. Sehr gut. Cool. So, das ist auf jeden Fall erstmal genug Wolle. Wir haben drei. Wollen wir noch in die Savanne gucken und uns da vielleicht noch von dem Akazienholz was mitnehmen? Das wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Und in der Savanne können wir eventuell auch mehr. Lass uns erstmal hier die Kohle abbauen. Ich kann die nicht hier liegen sehen. Haben wir die Kohle. Und hier ist noch mehr Kohle. Nichts zu essen. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, weil wir langsam hungrig werden hier. Was wir machen können, ist uns hier Seetang abbauen. Hier ist Eisen, aber das dauert zu lange, den unter Wasser abzubauen. So lange kann ich die Luft nicht anhalten, darum lasse ich ihn da, falls ihr euch fragt. So. 13, ja, 13 ist jetzt nicht so scheußig viel. Da hinten schwimmen noch welche, die nehmen wir auch noch mit. Naja, nicht so viel, aber was soll's. Schwarzer Farbstoff von Tintenfischen. Bin mir nicht sicher, warum die hier tot sind und darum das gedroppt haben, aber ich nehme das gerne mit. So. Oh fuck. Es wird dunkel. Okay, dann müssen wir halt mal eben kurz eine Nothütte uns bauen. Weil wenn es dunkel wird, kommen die Zombies. So, wissen wir dann auch gleich, wo der Eingang ist. Was wir machen können, ist, wir können hier eins von den Nadelhölzern nehmen
uns ein Dings bauen hier und dann uns das Bett hier zusammenbasteln. Und ist natürlich erstmal orange färben. So, wenn wir dann drin schlafen, dann überspringen wir die Nacht. So, das wird alles eingesammelt. So, was wir auch machen können, ist, da wir langsam, wie man hier unten sieht, an der Anzeige mit den Hähnchenkeulen langsam Hunger kriegen, können wir uns, da wir hier schon ein Dings haben, wie war das noch, ein Lagerfeuer basteln? So, vielleicht. Jo, zack. Und in dem Lagerfeuer können wir dann uns Seetang. Ah, ouch. Und Seetang zubereiten. Wie lange dauert das eigentlich, sag mal? Ah, sehr gut. Gut, noch mal ein paar mehr. Weil das nicht viel bringt, wir immer noch hungrig sind. Weißt du was? Wir bauen uns mal eben hier so einen Ofen. Das kostet uns zwar Dingens hier, Kohle, aber was soll's. Ist noch mehr Kohle. Okay. Jetzt sollten wir langsam genug gegessen haben. Yes, wunderbar. Warten wir noch auf die hier. Ah, shit. Gut. Und dann holen wir uns endlich die Savannenbäume. Die auch ein cooles Dach machen würden, aber sehen wir dann. Da hinten sind Eisbären, interessant. So. Kürbisse. Kürbisse. Sehr gut. Kürbisse. Wow, wir haben schon 5 davon, das ist sehr gut.
So, hier haben wir viel Gras. Das heißt, hier könnten wir vielleicht mal wenn man Gras kaputt haut, hat man die Chance, dass man Weizensamen bekommt. Und das wollen wir mal ausnutzen, solange wir hier sind. 10 Stück gehen, ist noch nicht so viel. Okay. Also normalerweise findet man auch immer Schafe hier in den Savannen. Aber heute wohl gerade mal nicht. Das Eis da ist später mal nützlich, aber das können wir momentan noch nicht abbauen. Da brauchen wir magische Werkzeuge für, damit es uns nicht kaputt geht beim Abbauen. So. So, hoffentlich finden wir unseren. Ah ja, da hinten ist unser Lagerfeuer. Sehr gut. Oh, mehr Kohle. Sehr gut. Kohle ist immer gut. Platz im Inventory, ja. Sehr gut. Okay. Solange wir hier sind, kochen wir das mal noch. Und wir könnten eigentlich auch ein paar neue holen dann. Von den frischen, dann haben wir immer was zu essen. Übrigens, Seetang ist vegan. Oh, scheiße, ich ertrinke. So, das ist erstmal als Notration gar nicht schlecht. Ich meine, hier können wir ewig stehen bleiben, wenn wir das hier alles kochen wollen, warum nehmen wir das nicht einfach mit zur Hütte? Das ist doch vielleicht die bessere Idee, oder? So, aber ist langsam auch schon wieder
Schon wieder Zeit. Okay. Ist langsam auch schon wieder Zeit, am Schluss zu machen für heute. Ja, wir haben ein bisschen cooles Zeug gefunden, sonst nicht viel gemacht. Vielleicht ist eine halbe Stunde zu kurz, aber ich kann nicht wirklich viel länger aufnehmen und dann noch erwarten, dass ich das Video in einigermaßen, in einigermaßen kurzer Zeit hochgeladen bekomme. Darum mache ich meistens nach einer halben Stunde Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann like das Video und schreibt einen Kommentar oder beides. Oder keine Ahnung was. Und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.